Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video Schritt 4 der objektorientierten Analyse anschauen. Das ist eben die Analyse nach Adjektiven und Adverbialen im Text. Und dieser Analyseschritt bringt uns eben hin zu Randbedingungen, die wir in unserem Code, wenn wir dann die Methoden, die wir identifiziert haben, implementieren, tatsächlich beachten müssen. Und ich habe jetzt hier eben mal die wichtigsten Randbedingungen, die ich in diesem Text gefunden habe, auch hier wiederum fett markiert, so wie wir das gewohnt sind. Und hier finden wir eben abwechselnd, die Spieler sind abwechselnd an der Reihe. Wir haben hier eben 7 Spalten und 6 Reihen und 21 gleichfarbige Spielsteine pro Spieler. Und wir besetzen hier eben jeweils den untersten freien Platz einer Spalte. Und Gewinner ist eben der Spieler, der es schafft, waagerecht, senkrecht oder diagonal eine Linie zu erbringen, die das Spiel eben sozusagen dann entscheiden. Und wir sind unentschieden, wenn das Spielbrett komplett gefüllt ist, ohne dass ein Spieler eine Viererlinie gebildet hat. Und wir sehen hier eben, wenn wir diese fett markierten Inhalte dann tatsächlich rausnehmen, dann kriegen wir eben hier eben die Information, dass Spieler abwechselnd an der Reihe sind. Wir bestehen aus 7 Spalten und 6 Reihen, ein solches Spielbrett. Wir haben eben hier einen Spielstein, wenn der gesetzt wird in einer Spalte, dann landet der auf dem untersten freien Platz. Und Gewinner ist eben der, der 4 Spielsteine waagerecht, senkrecht oder diagonal hat. Und Spiel endet unentschieden, wenn das Spielbrett komplett gefüllt ist. Und mit diesem Analyseschritt kann man dann eben schon sagen, okay, ich muss eben in meinem Spiel irgendwie darauf achten, dass wir abwechselnd an der Reihe sind, die verschiedenen Spieler. Und wenn ich eben hier was in die Spalte setze, dann muss es eben ganz unten landen. Und wir haben 7 Spalten und 6 Reihen und so weiter. Und wenn man das eben hat, dann sieht man schon, wie man eben Teile des Codes letztendlich schreiben muss, um diese Randbedingungen alle zu erfüllen und dann letztendlich das Spiel umzusetzen. Das ist eben Schritt 4 der objektorientierten Analyse. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video sehen wir uns dann mal an, wie wir aus diesen 4 Schritten uns jetzt eben die Sachen ableiten können, und ich zeige Ihnen dann eben auch mal dann auch ein bereits verfeinertes Modell, wie ich mir das selbst überlegt habe. Bis dahin sage ich nochmals Dankeschön fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.